Willkommen, willkommen zurück zu Sniper Elite 3 mit mir, Peter Bus von Creed.de und unserem Führer. Sowas nicht. Hallo. So, auf, schnapp dir den Safe-Kombinations-Dings, Tralabubs. Direkt voraus. Sieht gut aus. Schlimm ist, in dem Level haben wir noch nicht alles getötet. Das heißt, es könnte jederzeit noch was in die Füße frei bewegen. Man kann ja nicht immer so gut vorlegen. Da drüben ist so ein Sternchen, wo wir, glaube ich, hin sollten. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da irgendwas auf uns wartet. Nee. Ich werde total angezogen von diesem Türmchen. Oh. Okay, wir gehen auf den Turm, gucken, ob wir den... Brower. Wo ist mein Freund? Ruf ihn doch einfach, er steht. Oh nein! Oh nein! Das war's, Brower. Right. You see? Didn't I tell you? Boom. Das Problem ist, ich habe überhaupt gar keinen emotionalen Bezug zu dem Spaß. Nein, gar nicht, nur weil wir einmal gerettet haben. Absolut nicht. Wieso ist der jetzt gestorben? Das Spiel versagt vollkommen darin, eine Story aufzubauen. Was vollkommen. Denn? Ja, ich meine, das Harte ist einfach nur, wir hatten den ja schon gerettet und jetzt ist er einfach... Du sollst den Tiger kaputt machen. Ja, das ist schon klar. Haben wir noch Armor Piercing? Ja, bestimmt, oder? Ah, oh, Piercing, habe ich die mitgenommen? Ja, rechtsklick. Ja. Okay, wir haben Armor Piercing. Perfekt, Lander. Volles Szene-Magazin. So, ich warte natürlich, bis der vorbeigefahren ist, damit ich ihm von hinten wieder in seine Klappe schießen kann. So rum wird hier kein Schuh draus. Leg erst eine Mine und dann schießt von hinten auf ihn. Eine Mine. Ja, die Chancen stehen gut, dass er zurückfällt. Die Mine, die killt ihn aber nicht. Die macht Schaden an mir. Da rein. Ja. Versuch nur einen zweiten reinzusetzen. Jawohl. Okay. Kriegst du einen dritten rein? Nein. Doch, Tiger destroyed. Ja, fertig. Echt? Ist kaputt? Ja. Aber okay, Piercing. Ich sag ja. Geh hoch. Ich sammle meine Mine wieder ein, auf der ich da sitze. So. Ah, da ist ein Dude aus. Oh, nicht wirklich. Armor Piercing. Direkt zwischen die Hörner. Naja, ein bisschen tiefer. Da ist noch welche. Ey. Ja, da sind noch ein paar. Wow. Ist ja ein Clown-Auto, das Ding. Alles in Ordnung. Ich würde die jetzt nicht alle verfeuern. Die Armor Piercing? Du meinst, da kommt noch was. Ich traue dem Spiel alles zu. Tja, dann lass uns doch mal total entspannt. Ja. Wir wollen zurückwechseln. Verschieße ich hier gerade Armor Piercing oder hat er das Magazin jetzt gerade so ganz schnell durchgetauscht? Nee. Auge fehlt. Ich meine, wir haben das ja jetzt schon richtig oft gesehen, aber... Ja, das ist irgendwie wieder heftiger. Das ist die eine Sache, die sie richtig gemacht haben, aber das ist halt eben, sagen wir mal... Die Scharfschützengeschichte haben sie hingekriegt. Und da das die Kernsache von dem Spiel ist, ist es auch okay. Ja? Der Rest darf ruhig so schrottig sein, wie er ist. Weil einfach die Kernmechanik läuft. Das ist meine einzige oder meine Hauptanforderung an jedes Spiel. Wenn die Kernmechanik gut ist, ist das Spiel in Ordnung. So, jetzt zum Tresor. Weil nachdem wir den Tiger zerstört haben, haben wir irgendwie auf magische Art und Weise die Kombination rausgefunden. Ja, ja, that's it. Da drüben ist so ein Nebelwerfer, der mich jetzt nicht weiter interessieren soll, aber ich muss die hier abschießen, bevor die mich abschießen. Wenn man auf so eine Nebelwölfe-Munitionsrakete schießen würde, würde das was bringen, ja. Keine Ahnung, was sie da verschießen. Aber wir wollen ja das ganze Ding lahmlegen, also. Nein, ich meine IRL, so im echten Leben und so. I guess not. Komm, so macht man das. Es ist das Ding gleich mit hoch und wir sind hier im Feuer raus und können gehen. So. Flug. Ich werde mal speichern. Da. Was? Oh, das ist einer. Wow. Boom. Von was rede ich denn? Ich meine, gerade machen sie sich noch Fragen. Warte, ich komme runter zu dir. Dann geht's los. So. Okay.
Er ist hier irgendwo. Ja, er springt von den Dächern. Ich bin der Batman, komm. Nein, Mann, du bist der Wüstengeist. Achso, stimmt ja, ich bin der Wüstengeist. Von hinten in den Kopf und er lebt noch. Ja, er lebt noch. Bierchen? Bierchen. Da war doch noch einer hier. Das ist genau, da war noch einer. Der läuft da ums Haus rum, der kommt gleich hinter dir. Die Minimap ist immer noch dein Freund. Also um genau zu sein, kann es gar nicht schaden, dass ich dich als Spotter dabei habe, weil die Minimap eindeutig mehr dein als mein Freund ist. Weißt du... Nahkampfsituation. Die Minimap hat einen verdammten Wallhack. Natürlich schaue ich auf die fucking Minimap. Da drüben ist doch einer. Natürlich müssen wir erst wieder das Eagles-Test klar machen. Wir müssen bestimmt wieder die Kiste beiseite schieben, damit wir von da aus schießen dürfen. Ist ja vollkommen klar. Oh, jetzt ist er ganz weg. Der hat uns nicht mehr gesehen. Ich sehe keine Leiche, der Typ lebt noch. Da! Mach die Bretter weg, dann ist ja, ich mach die Bretter weg. Warte mal, wo ist denn? Hast du da nicht auch gerade auch so einen roten Ring gesehen? Ich hab mich schon die ganze Zeit wieder gefragt, was zur Hölle du da treibst, aber. Okay, da war er auch drin. Nein. I swear. Fang hoch zu flundern. Das sind Tonkrüge. Okay, da ist es gelaufen, ich hab's gesehen. Da. Okay, wir flundern, wir dürfen nicht flundern. Okay, dann, ach komm. Aber ich will auch nicht runterspringen, weil das kostet wieder Lebenszeit. Guck mal, da liegen Zettel, das soll ich mal gucken, ob ich einsammeln kann hier. Das ist ein Punkt und so. Haha! Usefulness of Robin. Haben wir was geschafft. Wichtige Intel eingesammelt von unserem Kumpel, der da oben komplett detoniert ist. So, jetzt wäre ich fast gesprungen. Das ist echt der Story-Aufbau. Das ist doch das Ding, was eh kaputt ist. Sagst du so einfach. Ja. Thompson Switch Ammo. Ganz groß. Schüssel da vorne jetzt vorbei. Ach Gott. Das hat einen neuen Schützen. Ja, das hat es wohl. Fetter Ami passt da nicht durch. Das habe ich jetzt hingekriegt. Ganz großartig. Lauf einfach zum Stern. Ja. Bitte? Warum schmeißt er seine Waffe weg? Was ist passiert? Er befährt sich. Wollte ich nicht haben. So. Liegen Karten, nehme ich. Oh, oder? Tisch. Aha. Nein, das ist die falsche. Ich speichere hier nochmal kurz, nachdem jetzt all clear ist und versuche jetzt nochmal den auf den Fernseher mit meiner Armor-Piercing abzuschießen, weil ich. Geh zum Stern. Ich geh zum Stern. Geh ja, einfach zum Stern. Du musst ja den. Ey, ich hab einfach kein Glück, oder? Ey. Zum Glück hab ich gerade gesprungen. Armor-Piercing direkt vorne durch die Frontblende. Okay. Gut, nachdem er jetzt da hinten oben gefahren ist, müssen wir. Shitty Bang Bang. Oh, fuck, okay, egal wie wir das anstellen, das geht ins Hemd. Relocate hier rüber. Leute, echt jetzt. Schieß doch einfach mit fucking Motorblock. Machst du ja nicht so schwer. Her. Da glaub ich ja nicht dran. Okay. Wo ist es? Wo ist es? Da! Yeah! Ha! Gott! Genüsslich! War das gut? Ja, du bist fast tot. Oh. Wäre ich jetzt gestorben, hätte ich ja ziemlich lachen müssen. Warte mal. Aktion hier. Die da. So. So, lauf einfach zum Stern. Da oben. Irgendwie kann man diese komischen Gadgets so gut wie nie gebrauchen, die man sonst noch so dabei hat. So 2-3 pro Mission maximal. Schon wieder. Wo wachsen die dann alle nach, ja?
Bitte? Du erzählst das keinem mehr. Das kann jetzt aber ehrlich gesagt nur in deiner direkten Nähe gewesen sein, dass dich einer gesehen hat. Oder er hat einfach ein gutes Auge. Na, ein bisschen? Das bin sich interessiert, wenn er fast komplett dasteht und winkt und tanze, geht's nur daneben. Manchmal muss man ihn halt eben einfach reinzittern. Platz. Okay. Du könntest recht haben, ich habe glaube ich gerade eine Stimme hinter mir gehört. Leicht ungeschickt. Ich sehe halt auch niemanden da. Okay, ich renne einfach. Aber es klingt so, als käme es von rechts oben. Das ist ja auch dieser eine Plattform, von der wir EOS die ganze Zeit beschossen worden sind vorhin. Genau, das ist ja Reichweite. Okay. Durchs Gebüsch. Platz. Ich hätte jetzt gelacht, wenn wir die Granate getroffen hätten oder so. Oh, okay. Ich glaube, das ist wirklich da oben. Ach komm, das wäre jetzt zu schön gewesen. Na, okay, es ist noch schöner. Ich renne jetzt da vorne. Nachdem ich da eine Granate hochgeworfen habe. Oh nee. In dem Augenblick, wo ich Granate werfe, kann er sich gar nicht mehr bewegen. Das ist total hier. Nee. Nicht du auf die Entfernung mit der MP40, nein. Nicht schon wieder. Klatsch! Ich würde jetzt gerne rüber sprinten, aber ich glaube, das überleben wir nicht, wenn der da oben. Hier die Granaten, die, dass man den Bogen nicht verändern kann. Einen hast du erwischt. Ja, Spaß nochmal. Don't lose him. So, der ist jetzt mit der Granate beschäftigt. Wir sprinten. Oh, er ist gestorben. Schick. Speicher mal. Hier, jetzt? Ja, klar. Bleib laufen. Ich kann gerade nicht. Doch, geht. Wow, flupp. Halt, dafür brauche ich die Tommy Gun. Tom's MP. Komm. Schießt ja manchmal nicht. Ich raus. Drückst du drauf und dann. Ich raus auch nicht. Vielleicht muss er erst noch entsichern. Ne? So. Also ich wollte mich gerade heilen, weil. Du musst den Safe aufmachen jetzt. Ja, aber mir fällt gleich der Stängel ab. Ich muss jetzt erstmal Pflaster aus. Ich weiß zwar immer noch nicht, woher du die fucking Kombination plötzlich hast, aber. Haben die nicht mit dem Typen aus der Tasche gezogen? Nein. Hab ich das falsch verstanden? Nein. Vielleicht war das auch nur Evidence. Vielleicht war das nur ein Hinweis auf die Kombination. Der ist ein guter. Nein. Privatdetektiv. Kombiniert jetzt selber, dass er an dem Rädchen hier drehen muss. Hör auf zu rationalisieren, was scheiße ist, bitte. Guck mal, was wir hier gefunden haben. Ja. Das gucken wir jetzt erstmal an. Die so viel Zeit muss sein. Ja, genau. 8mm mit Ton, bitte. Der Tigerpanzer. Der Stolz des Afrika-Korps. Ich sehe kein Bild. Danke. Eine eindrucksvolle Waffe. Von den Alliierten gefürchtet. Ich würde mich gerne setzen. Wehrhafter Panzerung und noch bessere Bewaffnung. Wäre er unaufhaltsam. Achso, wenn er noch ein bisschen besser wäre, wäre er noch weiter. Leider haben wir ihn nicht gut gemacht. Die Ratte P1000. Gepanzert mit 23 cm gehärtetem Stahl. 23 cm? I don't think so. Das modifizierte Geschütz eines schweren Kreuzfahrtschiffes. Dazu kommen 4 Nebengeschütze mit Panzerabwehr und Mausermaschinenkanonen. Mit einem solchen Bataillon würden wir die Alliierten Mauser, in Nordafrika und anschließend in Europa vernichten. 1000 Tonnen unaufhaltsamen deutschen Stahls für das tausendjährige Reich. 1000 Tonnen? Das wird nicht ganz reichen bei 23 cm Panzerung, Leute. Ja, der schaut so eine Düne an und versinkt dann schon mal für die nächsten genau. 300 Jahre. Und wir brauchen ungefähr 7 Milliarden Liter Sprit, um ihn zu starten. Und dann gucken wir mal weiter. Am besten bauen wir ihn und lassen ihn da stehen. So. Puh, wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen hier wieder raus, oder? Jetzt haben wir alles.
Karte, bitte. Oh, meine Fresse! So, und jetzt wieder darüber. Von dem Sack holen, ja. Was muss ich jetzt noch holen? Das ist den Körper von dem Kerl holen. Nicht wirklich. Muss ich den hier noch rausschleppen, oder was? Oh, meine Güte. Ja, da kann ich jetzt auch direkt noch das machen, ne? Nein, okay, wir rennen einfach wieder zurück. Nein, den bitte, Weg. Ich hab sowas an die Schnauze voll von diesem Scheißtal. Okay, gut, ich meine, mittlerweile kennen wir ja den Weg. Oh, na. Ah, Gott. Puh, schmeiß, where are they? Die sind doch da gerade aus der Höhle rausgepurzelt, also so rechtzeitig. Und erstmal direkt verschwunden einfach. Wir wissen nur, dass sie da sind. Da sind sie rausgekommen. Nimm nochmal dein komisches Fernglas und. Ich hab's gerade blinken gesehen. Linksklick einfach 300 Mal in die Gegend. Ich weiß, dass er da ist. Ich hab schon blinken gesehen. Okay. Linksklicken wie ein Irrer hilft nicht. Ich geh jetzt raus und stelle fest, wo sie sind. Und lauf einfach da außen rum, wo keiner von denen ist. Was? Wie ist denn doch dahin teleportiert? Das ist ein Busch, der ist jetzt einfach nur aufgestanden. Der war die ganze Zeit schon da. Oh, ne. Hast du es gesehen? Durchs Zielfernrohr! Alter! Das gibt ein Achievement, oder? Komm. Nein. Nein? Also das ist kein Achievement. Du kannst, wenn du ausreichend davon gemacht hast, dann ist ein Achievement scheinbar. So wie ich das gerade verstanden habe. Okay, auf den anderen verzichten wir jetzt mal kurz. Oh! Das ist ein normaler Truck. Der tut dir nichts. Okay. Spring, spring, spring. Aha. Nein, hier springe ich nicht drüber. Die waren nur zu zweit, oder? Wo ist der andere blinke Dude? Ah, der wird sich schon melden. Wahrscheinlich da oben oder so. GV-Suit rum. Ah, ist mir überhaupt klein. Ja, ja. Gehst nur den langen Weg, das passt schon. Aber da dürft ihr alles tot sein. Im Vergleich zu allen anderen Wegen. Oder wir gehen jetzt einfach oben drüber, auf der anderen Seite wieder runter. Nein. Dann. Nein. Das wird nicht gehen. Warum denn nicht? Ich sag, es geht nicht. Tja, aber vielleicht ist das eine super Abkürzung, wir sparen uns hier im Ortsweg. Ja, er ist hier wieder auf der Seite runter. Tada. Er ist auch schon genervt. No. Kanal randvoll. Stolper, Stürz. War nur so eine Idee. So, da ist ein Sternchen. Jetzt müssen wir die Überreste von unserem toten Buddy einsammeln. Zu dem wir das massivste Verhältnis haben, weil wir ihn aus dem Klass holt. Ja, der ist so ans Herz gewachsen. Ja. Ich hätte es fast nicht ertragen, wie er vom Panzer abgeschossen wurde. Oh Gott, mein Herz ist einfach. What happened there? Ah, dafür haben wir Zeit. Echt jetzt? Kanone kann man doch noch brauchen. Ah, oh, ist das tragisch. G43 steckt der da in den Sand. Okay. Okay. Guck mal, Crouching Tiger, Hidden Red. Ich bin eigentlich total froh, dass wir jetzt nicht noch seinen Körper hier rausschleppen mussten, sondern dass es gereicht hat, ihn zu verbuddeln und die Marke mitzunehmen. Ja, das ist doch eigentlich noch. So, und wie es weitergeht, das findet ihr gemeinsam mit dem nächsten Mal heraus. Vielen Dank fürs dabei sein. Wem es gefallen hat, Like da lassen, wenn was zu sagen hat. Kommentieren, wer es noch nicht getan hat. Abonnieren. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Bis dann. Ciao.